Wenn ich mir einen Popstar vorstelle, dann denke ich an einen Sänger oder einen Gitarrist oder vielleicht noch an einen Violinist wie David Garrett. Aber ein Organist? Beim Menuhin Festival in Gstaad hat uns Cameron Carpenter gezeigt, dass weder er noch seine Orgel mit dem verstaubten Kille-Image viel zu tun haben. Ja, Hollywood-Schauspielerin müsste man sein, denkt sich Harald Schmidt. Garantiert nicht. Der deutsche Entertainer, der Zynismus gross schreibt, steht seit bald 30 Jahren vor der Kamera und hat in dieser Zeit eine äußerst erfolgreiche Karriere angelegt. Morgen wird der Mann mit der scharfen Zunge 60. Zeit für einen Blick zurück. Ja, da ist sich unsere Kiddie-Jury einmal einig, die Steffla-Chef rockt. Aber sie bekommt Konkurrenz, und zwar vom Baschi. Ob der Baselbieter Rocker bei den Jüngsten den Ball heimbringt, sehen Sie morgen. Bis dann.